Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transroad USA hier auf Stadium Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen weiterhin unsere Flotte hier verjüngen und wir müssen irgendwie hinkriegen, oder verjüngen, das heißt, dass wir mit dem Kraftstoff ein bisschen runterkommen. Und wir sind fleißig dabei, wir schicken gerade sie nach Savannah und sie schicken wir gerade nach Memphis. Und wollen dann dort die LKWs tauschen. Die beiden haben immer noch nichts zu tun. Warum eigentlich nicht? Muss ich doch nicht hier draufstecken. Mache ich das nicht? Ich weiß es nicht. So. Wie gesagt, es würde auch möglich sein, also quasi eine andere Strategie zu verfahren. Einfach bloß die ganzen alten LKWs kurz mal reinholen, verkaufen. Danach wieder alte LKWs kaufen. Klar, machst du dabei immer Minus komplett. Aber hey, das ist ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. So. Sie ist noch nicht da, sie ist auch noch nicht da, alles klar. Ja, lass sie fahren. So, hier, da haben wir natürlich Auftrag verspätet abgeschlossen, das ist klar. Aber das liegt einfach daran, weil wir jetzt mit den LKWs dazwischendurch mussten wir einen LKW rausnehmen. Das ist schade, aber es war leider so. So, und du weißt wieder nichts, was du zu tun hast. Was machen wir denn mit dir jetzt? Augusta stehst du. Montpellier. Montpellier, Augusta. Brauchen wir 8 Tracks für. Was haben wir nicht? 5 Tracks haben wir gerade auch nicht zur Verfügung, so richtig. Na, dann machen wir das hier mit 4 Tracks nach Charlotte. So. Ab dafür. Gut. Auch auf verschiedene erfüllt, ich weiß. Oh, Gehaltserhöhung. Mensch, jetzt Leute, was wollt ihr alles? Oh, Stress. So, wie weit bist du? Wo bist du? Fahr doch mal schneller. Gib doch mal Gas. So, Auftrag 3 erfüllt. Jetzt hat wieder einer nichts zu tun. Doch, alles klar. Gibt es denn irgendwas in Augusta für euch? Augusta, Augusta, eine Fahrt. Bretter. Augusta, Memphis, Bretter. Gibt sogar 12 Fahrten die Woche, wenn wir 6 Trucks brauchen. Haben wir nicht gerade. Hier gibt es Augusta, Bretter, 6 Trucks. Bisher hätte ich auch viel früher gucken können. Augusta, New York City. 15 Fahrten. Für 4 Trucks. Was? Möbel. Bretter. Einfach nur Bretter. Und Augusta fahren. Alles klar. Gut, ja, nee, dann erstmal Augusta, Augusta. Darf ich es irgendwo einsetzen? Danke. Dann nehmen wir jetzt dich. Du machst das mit die eine Bretterfahrt. Bringt zwar bloß 31, aber wir wollen erstmal gucken. Das Sägewerk, ach, das haben wir ja auch schon bis zum Ende durch, stimmt. So, hier unten, da ist was passiert. Das machen wir jetzt erstmal. Memphis, Tennessee. Und zwar werden wir jetzt den Truck verkaufen. Komisch. Wo ist denn hier unser Standpunkt da? Memphis, bitte dann auf den Parkplatz gehen, dann den da, dann zusammenbauen, dann sie da drauf. Dann hier raus, dann auf diesen Auftrag den mit draufsetzen. Fertig. So, und sie hier oben, achso, sie hat ihren Auftrag fertig in Augusta, stimmt, hahaha. gucken wir mal, was haben wir denn hier Schönes noch für einen Tieflader? Augusta, Augusta, endlos Bretter, da brauchen wir 6 Trucks für, haben wir gerade nicht. Augusta, Memphis, endlos haben wir auch nicht. Augusta, ich habe bloß einen Truck hier oben. Das ist wieder ein schöner Auftrag, ne? Haben wir aber den Boston? Weil die sind jetzt wirklich erst gerade losgefahren, ne? Boston noch Augusta, 5 Fahrten, 3 Trucks. Hab ich nicht. Hier, Boston, Memphis, 210.000, 6 Trucks. Ah, 8 Trucks. Uiuiui. Maschinen, 6 Trucks. Maschinen nach Pittsburgh fahren, 4 Trucks. Nach St. Louis fahren, 8 Trucks. Das ist schon. Es gibt schon schöne Aufträge, aber ich habe gerade keinen für sie. Muss die erstmal wieder zurückkriegen dann. Ich denke mal, die werden sich dann in Boston einsammeln. Warum wenn die, das dann, nee, wenn die nach Charlotte fahren, wenn die nach Savannah nach dem Auftrag gehen, ne? Gehe ich mal ganz stark davon aus.
Die gehen bestimmt nach Savannah. Ja. Alles klar, so. Pause. Erstmal müssen wir jetzt generell. Oh, ich muss jetzt generell erstmal hier das. Eieieiei, das haben wir auch vergessen. In Savannah. Nicht beim Händler. Da wollte ich jetzt gerade nicht hin. Entschuldigung. Ah, du Grüne. Parkplatz. So. Das geht erstmal da drin. Da, und sie geht da drauf. So. Ne? Das haben wir dann erstmal geklärt. So, dann haben wir hier einen Auftrag. Bestimmt noch, wo wir die noch mit draufstecken können. Achso, die Fahrerin hat noch nicht getauscht. Moment. Gut. Da sind drei Tags drauf. Jupp, da kann sie noch mit drauf. Upp, ab dafür. Sehr schön. Den einzelnen Truck kann ich den jetzt. Muss ich da jetzt. Parkplatz? Truck verkaufen. Ja. Sehr gut. So, wie sieht's jetzt aus hier mit unserem. Immer noch bei 9, das heißt, wir müssen immer noch welche austauschen. Wir müssen das nochmal gucken. So, du musst reparieren. Mach mal den in New York. Ja. Du hast einen Verbrauch von 7,8, okay. Du hast einen Verbrauch von 7,0. Du gehst dann. Le Mans bist du gerade, Lincoln. Ja, Memphis, würde ich sagen, ne? Memphis, Tennessee. Na? Jetzt. Am dritten Versuch geht's ja. Gut, der ist auf dem Weg zum Parkplatz, weil die haben gerade nichts zu tun. Okay, du hast einen mit 7,2. Du gehst mir dann auch mal ab nach Memphis. Billy kriegt auch einen neuen Truck. Und du hast 8,1, 8,0, 7,0. Naja, wir müssen ja schon ziemlich viele umtauschen, ne? 10,7, 10,7, 7,1. Wo gehst du auch nach Memphis? Der alte ist das hier. 7,1, du gehst auch nach Memphis. In den Parkplatz, alles klar. So, 10,7. 10,7, 10,7. 10,7, 10,7. 11,1. 10,7, okay, gut. Dann gehen wir jetzt hier nach Savannah und sagen, wir möchten ganz gerne ein paar Trucks kaufen. Das Problem ist, dass wir unser Truck-Limit wieder überschreiten werden wahrscheinlich. Ach, hier gibt es keine Trucks mehr. Ja, alles klar, okay. Ah, verstanden. So, Mighty Trucks. Wo haben wir nochmal Mighty Trucks? Dort in Detroit haben wir Mighty Trucks. Drei Achsen. Drei Achsen. Das kann ich jetzt auch gerade nicht gebrauchen. Hier gibt es noch Mighty Trucks. Drei. Vier Achsen. Ah, 10,3 ist ganz knapp aber bloß, ne? Aber ist drüber. Komm. Sind zwei kleinere weg, zwei drüber rein, kaufen, Memphis, kaufen. Und den zweiten hier noch, den dritten auch noch kaufen hier. Den zweiten erstmal. Kaufen, so. Dann tauschen wir die nächsten beiden aus und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Mal Memphis warten, bis das fünf LKWs sind. Eieieiei. Oh, jetzt war der Wochenrhythmus drin. Das kostet natürlich einmal richtig Geld, aber gut. Also wir werden jetzt auch viele Aufträge nicht hinkriegen und haben hier irgendwelche LKWs, die irgendwo langfahren und. So, die beiden, die. Der ist eh unterwegs und da unten. Okay. Der wird eh verkauft. So, okay. Pause. Pause. So. Also. Den Truck verkaufen wir. Wirklich verkaufen. Ja. So, den Truck verkaufen wir.
ist zwar billig pro Woche, aber egal. So, und dann haben wir noch irgendeinen hingeschickt, den alten Mann haben wir da noch hingeschickt. Den werden wir auch gleich verkaufen, weg ist er. Und dann können wir nämlich hier mal oder irgendwo noch mal gucken, haben wir noch irgendwo Mighty Trucks unentdeckt. Hier ist noch einer, Albuquerque. Wie sieht der denn aus? Ah, plus 3 Achsen. Wir werden ja die 4 Achse haben. So, gibt's auch irgendwo Mighty Trucks? Komm, hast du neue Trucks gekriegt? Nee, hat er nicht. Der wäre natürlich ganz gut hin, aber. Naja, ist erstmal so. Gut, okay. Dann werden wir jetzt hier erstmal den Truck da anbauen. Du darfst eh alles fahren. Ah. Warte mal. Ne, da müssen wir den raussetzen. Müssen wir, weil der kann nur das oder das. Und der kann nur das. Und er kann alles. Nö, er kann auch das, ne? Den Kühler brauchst du ja keine besonderen Fähigkeiten. Gut. Dann geht noch der Kühler wieder los mit Don King. Sam und Billy Bowman geht auf den. So. Alles klar. Wie sieht es jetzt aus hier? Es ist ganz, ganz knapp. Okay. Gut, dann werden wir jetzt Kipper. Billy geht damit drauf. Und Kühler, du gehst damit drauf. So. Du wartest in Augusta, die warten in Savannah. Alles klar, jetzt müssen wir mal für die Tieflegersache hier mal was Schönes raussuchen. Und zwar würde ich sagen, suchen wir hier 3 Augusta, Augusta, 6 Trucks. Nee, 6 Trucks haben wir gerade nicht. New York, Augusta, 6 Trucks. Nee, Augusta, New York, 4 Trucks. Rapid City, 4 Trucks pro Fahrt, 16.000, insgesamt 300.000, komm hier, ab damit. Die nehmen wir, dann machen wir mal einen Haken dran, sagen ja. Und nehmen dann hier mal alle LKWs, die wir haben. Sind ja 5 Stück an der Zahl. Und setzen die da einfach drauf. So, also die machen pro Fahrt mal eben 16.000 und dann geben wir nochmal 300.000 als Abschlussprämie. Ich würde sagen, das ist ein guter Auftrag. Damit können wir durchmodernisieren. So geht's. So, jetzt müssen wir bloß halt eben mal irgendwann noch einen schönen neumodernen Truck finden. Oh, der hat mal gleich gar keine mehr. Abt ist ja jetzt nicht so viel. Wie sieht's bei dir aus? Der hat zumindest schon mal einen Dreiachser. Nehmen wir dann Dreiachser für. Ja, komm. Ab nach Memphis, Kauf bestätigen. So. Ach, Radio schon wieder. Nein. So, das hier. Ganz, ganz wenig. Okay, also jetzt müssen wir noch einen alten Truck rausfinden, den wir verkaufen können schnell. Der wirklich einen ganz schlechten Verbrauch hat. So. 8,0. 8,1. 9,6. 8,0. 10,7. 10,7. 7,0. Der. Ach, der ist doch gerade der. Ja, komm. Das ist ein Tieflader. Da brauche ich einen vierachsigen für. Da unten kommen nur noch die guten, ne? Jetzt genau einer von denen, den ich jetzt eigentlich nicht unbedingt da haben wollte. Ja, komm, fahr nach Boston. Auf dem Parkplatz verkaufen tun wir erstmal. Und für den Auftrag braucht man ja eigentlich bloß 4. Wir haben es dann schon mal geschafft. Und dann gucken wir mal hier Mighty Trucks. Ach du, der hat ja gar keine mehr gehabt, ne? Mighty Trucks hier unten. Wie sieht's bei dir aus? Hast du noch welche neue gekriegt?
Auch nicht. Okay, das fährt er noch schnell. Okay, dann nehmen wir den. 11,9. Was hat der hier? 3 Achsen. 10,3. Nehmen wir 10,9. Kaufen. Und nach Boston bitte schicken. Kauf beschädigen. So. Sollten wir, wenn wir den anderen da verkauft haben, sollten wir den Durchschnitt unserer Flotte eigentlich genau da haben, wo wir den haben müssen. Ein Truck hat eine Panne. Wo bist du denn? Und wo bist du? Warum hast du da eine Panne? 96 Stunden. Bin ich eigentlich schon längst auf dem Weg hier? Keine Ahnung. Ich dachte, ich hätte eigentlich einen schon mal dahin geschickt. Aber gut, okay. So ist das halt. So, jetzt ist der Boston. Wunderbar. Dann können wir hier sagen: Boston. Boston. In Memphis parkt auch noch einer? Parkt in Memphis einer? Hä? Was? Hm, okay. Habe ich da mal irgendwo im Falschen wieder mit losgeschickt? Ist eigentlich verkauft oder? Keine Ahnung. Hm. Komisch. Egal. Du stehst in Memphis. Ach nee, da habe ich den Dreiachser hier hingeschickt. Ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Ah, stimmt auffällig. Alles klar, okay. Nee, ist alles gut, alles richtig. Brr. Jetzt war ich ihm ganz kurz wirklich maximal verwirrt. So, dann nehmen wir den da ran, hängen den da an. Den Fahrer, ja, raus, einmal rein. Den Truck bitte verkaufen, ja. Und dann hier wieder raus. Und dann nehmen wir den Truck und schicken den mit auf den Auftrag. Haben wir es noch nicht? Haben wir doch. Haben wir es oder haben wir es nicht? Haben wir es oder haben wir es nicht? Also mein geldlich könnten wir uns durchaus nochmal einen Kauf leisten. So, du fährst jetzt nach Memphis. Warum fährst du nach Memphis? Weil du nicht mehr weißt, was du zu tun haben sollst, weil hier der Auftrag fertig ist. Alles klar. Wo ist Dallas hier? Da ist Dallas. Du kriegst noch wieder einen Auftrag aus Dallas. Dann nehmen wir mal, haben wir hier das schöne Dallas nach Dumont. 74.000, 3.000 pro Fahrt. Braucht man 3 Trucks für. Da gehst du drauf. Und dann hat sich das. Yep. Bitte schön, fahr das mal. Aber haben wir es oder haben wir es jetzt nicht? 10 MPG stehen jetzt da. So, gucken wir mal nochmal. Was haben wir denn hier alles? Der hat 8. 8,1, 9,6, 8,0, 10,7, 10,7, 10,7, 10,7, 10,7. Ich meine ja, dass die hier unten alle eigentlich ganz gut sind. 10,0 ist genau auf der Grenze. Ich glaube, ich muss so ein 8 Liter, so ein so ein 8 Liter werden wir noch. Oder muss ich jetzt bloß noch aufs Datum warten? Gut, okay. Aber wir kriegen ja momentan keine Vierachse. Also gut, okay. Dann lassen wir es jetzt mal laufen. Gut, okay. Truck hat eine Panne gekostet. 5000. Ne? Große Panne gewesen. Ja, das war's aber erstmal wieder. Hier, wir haben jetzt unsere Flotte hoffentlich jetzt so fertig. Beziehungsweise die 8 Liter Teile, die werden wir noch rausnehmen und werden dann trotzdem 8 Vierachser drauf bauen und mindestens 3 Achser für das, was wir bis jetzt fahren. Sichere sind natürlich 4 Achser. Handelszentrum Dallas, Auftrag fertig. Sehr schön. Hat alles nichts zu tun? Nein. Also weiterfahren. So, du willst gerne repariert werden. Ab nach Lincoln mit dir. Reparatur? Ja. So. Man versteht es nicht. Inaktiv alle. Alle. Ah, bei allen ist jetzt dabei. Ah, alles klar, okay. Naja, ist ja nicht aktiv, das stimmt. Er ist ja inaktiv. Er ist ja in der Reparatur. Auftrag erfüllt Nummer 2. Sehr schön. Also das ist unsere Cash-Cow. Oder das sind ja beide unsere beiden Cash-Cows jetzt hier. Gerade hier kümmern wir uns ja gerade selber drum, aber das wird natürlich auch ein geiler Auftrag. Der 300.000er, wenn wir die kriegen. Da bin ich schon begeistert drüber. Gut, das war aber eine Folge Transroad USA hier aus D-Game Studio.
Mein Name ist Master Schröder und wir werden demnächst noch ein oder zwei Trucks austauschen, die mit den 8 Litern, damit wir da auf der ganz sicheren Seite sind. Aber ich glaube, wir haben es eigentlich schon geschafft. Aber was muss, das muss. So, und dann müssen wir noch irgendwann mal sinnloserweise 6 Fahrer einstellen, damit wir dann die nächste Stufe erreicht haben. Weil die Millionen haben wir, die LKWs haben wir, die Anhänger haben wir, nur die Fahrer nicht. Dann muss ich mal irgendwann 6 billige Fahrer einstellen, die ich da wieder rausschmeiße. Also da sehe ich ja den Sinn nicht drin. Alles klar. Tschüss.